Vorsicht ist die Mutter dieser Porzellankiste. Und so ist der Teller über all die Jahre unbeschadet geblieben, seit seiner Entstehung. Wie lang ist das wohl her? Grüß Gott. Grüß Gott. Gott. Grüß Gott. Was lächelt uns denn da von dem Teller entgegen? Was haben Sie uns Schönes mitgebracht? Wo haben Sie den her? Der Teller stammt aus der Erbschaft von meiner Mutter. Kann nur vermuten, dass er von den Urgroßeltern zu meiner Mutter gekommen ist. Mehr weiß ich leider über dieses Teil nicht. Mhm. Und wo wohnten die? In Stuttgart. In Stuttgart. Ja, wunderbar. Ja, wir haben einen klassischen Speiseteller. Zeigen wir ihn zuerst mal von der Rückseite. Wir haben eine Marke. Eine Marke, die man als Bindenschild bezeichnet. Ein Schild mit eben einer Binde drum. Wir haben den Ausdruck Oleander. Und auf der anderen Seite haben wir eine reich dekorierte Oberfläche. Eine Fahne, die sich bis ins Steigbord hineinzieht mit einer Kobaltglasur, also einer dunkelblauen Glasur, die eben strahlend glatt und glänzend ist. Ein freigelassenes, also ursprünglich weißes Bildfeld, wo dann mit Aufglasurmalerei eben diese Dame hineingemalt wurde. Und das Auffällige ist eine Spitzenornamentik, eine Spitzengolddekoration, die sogar in Relief aufgetragen ist. Also die nicht nur flach ist, das ist eine Art und Weise der Goldbehandlung, die in Frankreich und auch in Wien im späten 18. Jahrhundert aufkommt, wo man mit echtem Gold, mit Malergold, so viele Schichten aufeinander trägt, dass es tatsächlich Relief gibt. Und das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ob sich jetzt das tatsächlich damit so verhält, dass das diese Zeit und dieses Gold ist, das wollen wir noch schauen. Aber vielleicht können wir so ein bisschen was zu der Herkunft des Tellers sagen. Tja, zu der Herkunft des Tellers muss man sich die Bindenschildmarke noch mal genauer anschauen. Normalerweise sagt jeder Bindenschild, klar, Wien. Aber bei der Wiener Manufaktur müssten noch zwei Nummern eingeprägt sein im Scherben, und zwar eine dreistellige Nummer, die, wenn man eine Eins davor macht, das Alter des Tellers ergibt, und die zweistellige Nummer ist die Weißdrehernummer. Und auch wie der Bindenschild gemalt ist, ist nicht typisch für Wien. Nun war das eben so, alle Manufakturen, die so bekannt waren und beliebt waren, wurden schon seit jeher immer imitiert und nachgeahmt, und jeder wollte auf der Erfolgswelle gern auch mitschwimmen. Und bei Wien war das auch so. Und es gibt quer durch Deutschland und auch die Nachbarländer bis nach England Imitationen von Wien. Ja. In Thüringen wurde sehr viel mit dem Bindenschild gemarkt. Und man kann hier mit Sicherheit nicht sagen, wer den Teller hergestellt hat. Ich denke, das ist auch nicht das Wesentliche dran, denn das Wesentliche ist die Malerei. Und da kann ich jetzt nur von der Art des Dekors ausgehen. Diese Blumen finde ich sehr typisch für Dresden, für die Dresdner Malerateliers. Es könnte durchaus sein, dass das Maleratelier Lamm hier die Handschrift zu sehen ist, denn diese kleinen Blumenbouquets mit den Rosen habe ich dort schon mehrfach gesehen. Und wir haben hier unten noch eine Signatur, J. Dahn und 173. Der Maler sagt mir jetzt auch nichts, aber auch da ist es so, dass man wirklich noch mal in den Malerlexikas nachschlagen müsste, ob man was findet. Aber die Malerei ist von einer sehr guten Qualität und eben auch sehr aufwendig. Mit der Reliefgoldmalerei, denke ich, das ist noch mal eine andere Technik als genau, die vorhin angerissene. Es ist nämlich so, also wir können ja jetzt bei dieser Dame unmöglich behaupten, dass das spätes 18. Jahrhundert ist. Die sieht ja wirklich aus wie 1900. Die Kaiserin stellt man sich so vor, mit diesen hochgemachten Frisuren und Dutt und so. Und das ist auch tatsächlich von diesem Goldrelief so. Wir sehen, dass das relativ scharf ist, also ein richtiger Grat ist und dann übervergoldet. Weil wenn man das mit Gold aufbaut, ist das wahnsinnig teuer. Und man hat dann begonnen, so in den 1870er Jahren, mit einem Email, mit einem weichen Email, zuerst mal die Reliefsachen zu malen und dann das einfach mit normalem Gold zu übergolden. So. Und dann hat man diesen schärferen Eindruck. Jetzt diese Dame, gefällt sie Ihnen denn?
Was sagen Sie dazu? Ja, ja, sie ist ja so ein bisschen leicht bekleidet, ne? Wenn man so denkt, irgendwie so die Damen in der Zeit um 1900 hoch mit Stehkragen zugeschnürt bis jenseits, und sie ist da sehr salopp eigentlich. Also wir haben so mit dem leichten, erotischen, prickelnden Amüsement zu tun, und hinten hatten wir da gesehen, es steht Oleander. Oleander ist nun garantiert nicht der Name von dieser Frau, sondern bezieht sich auf die Blüten, die sie im Haar hat. Mhm. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das ein Teller einer ganzen Folge ist von Blumentellern, wo dann so leicht bekleidete Blumenmädchen halt die Rose, den Oleander und die ganzen Hibiskus, die ganzen Modeblumen dieser Zeit vorführen. Möglicherweise, das kann ich jetzt nur vermuten, ist sogar diese zwar sehr hohe Zahl, aber 173 da, hängt da vielleicht sogar in einem Zusammenhang mit einer sehr großen Folge von solchen Motiven, also ein Blumengedicht. Also es ist ein sehr dekorativer Teller um 1900, und ja, da gibt es eine Sammlerschaft dafür, oder? Ja. Doch, solche Teller sind ganz beliebt, weil sie eben einen sehr hohen Schauwert haben und auch als Einzelstück gelten und man eigentlich die anderen Teller jetzt gar nicht vermisst, wenn der einen schönen Platz bei Ihnen im Haus hat. Also die Porzellanmalerei ist auch von einer sehr guten Qualität, und da denke ich doch, dass man um die 250, 300 Euro pro Teller durchaus erreichen kann. Ja, Glückwunsch dazu. Vielen Dank fürs Zeigen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.